Hitzeinseln beschreiben den Temperaturunterschied einer Stadt zu ihrem Umland. Besonders im Sommer kann sich die Hitze stauen und unsere Lebensqualität mindern. In Zusammenarbeit mit dem Verein Stadtlücken wurde die Website Die Hitzeinsel Stuttgart veröffentlicht. Denn besonders im Stuttgarter Talkessel wird die Hitze schnell unerträglich. Die Website bringt Informationen in Bezug zu den Stuttgarter BürgerInnen und damit in den Kontext ihrer Umgebung. Mit Hilfe von 6 Faktoren wird erklärt, wie Hitze in unseren Städten entsteht: Farben, Gewässer, Wind, Begrünung, Verkehr und Bebauung. Die Faktoren wirken sich, je nachdem, positiv oder negativ auf die Hitzeentwicklung aus. Beispielsweise wird analysiert, wie viel Grün in der eigenen Umgebung zu finden ist, wie hoch die Bebauungsdichte im Vergleich zu anderen Stadtteilen ausfällt oder wie weit entfernt das nächste Gewässer liegt. So wird die Website zum Werkzeug, welches dabei hilft, die individuelle Umgebung genauer wahrzunehmen. BesucherInnen finden zu jedem Kapitel tiefergehende Informationen und eine Menge an Visionen, wie wir unsere Stadt gestalten können. Eine Auswahl gemeinnütziger Vereine zeigt auf, wie BürgerInnen aktiv werden können. Durch die Unterstützung von Stuttgarter Cafés und Bars brachten wir das Projekt im Sommer in die ganze Stadt. Bei der Gelateria Kaiserbau am Marienplatz wurde ein Hitzeinsel-Eis angeboten. Kleine Chili-Streusel auf erfrischendem Mango-Buttermilch-Eis ließen Gäste die Hitze geschmacklich nachvollziehen. Im Vortrag Stadtklima oder Klimaanlage, Teil eines Diskussionsformats von Stadtlücken, konnten sich BürgerInnen, Stuttgarter Initiativen und StadtklimatologInnen austauschen. Auch die lokale Presse, Blogs und das Museum Stadtpalais behandelten das Thema Stadtklima und teilten die Website mit ihren Followern. Unsere Städte müssen an die extremen klimatischen Bedingungen angepasst werden. Lasst uns das als Chance sehen, um lebenswerte Städte zu gestalten.